schon. So, wenn das so ist, dass ich heute alleine bin, dann starten wir los. So, was steht heute am Programm? Heute am Programm. Nach dem Warm-up. Wir in eine kleine, aber feine, naja, so klar ist gar nicht, Kettlebell Olympic Lifting Session gehen. Mit alle 2 Minuten für 12 Minuten, also gesamt 6 Intervalle, jeweils 10 Hang Kettlebell Snatches. Immer 10 auf einer Seite, im ungeraden Intervall, was habe ich aufgeschrieben, im ungeraden Intervall
im rechten Arm, im geraden Intervall im linken Arm. Genau. So easy, wie das ist. Ganz einfach. Einfach alle 2 Minuten 10 Kettlebell Snatches. Für die meisten wird das jetzt nicht grundsätzliche Herausforderung sein. Wenn das Gewicht einfach nicht fordernd ist für 10 Wiederholungen. Dann empfehle ich, trotzdem bei den 10 Wiederholungen zu bleiben und einfach gewöhnen dran, oder was heißt gewöhnen, zu üben, die Kettlebell einfach in einem richtigen Flow zu bewegen und quasi das Movement von der Kettlebell aufzunehmen und sie nicht zu sehr von der Kettlebell beeinflussen lassen, sondern eher umgekehrt, man selbst die Kontrolle über die Kettlebell haben. Das dient dazu da, da ist auch der Kettlebell Snatch eines der schwierigsten Movements dafür, weil eben durch diesen Lockout über Kopf, wo sie die Kettlebell so drüber dreht, dass man da das richtige Timing findet. Somit auch eine ganz gute Technik-Session. Nach dieser Technik-Session gehen wir in einen knackigen Burner. Ich habe gesehen, der Luca hat das Workout schon gemacht. In 8 Minuten 30 ungefähr. Die genaue Zeit habe ich jetzt nicht im Kopf. Relativ schnell. Stark, Luca. Genau. Workout heißt Surfer on Acid. Ursprünglich statt 150 Double Unders mit 400 Meter Laufen und 21 Burpees. Da ich aber leider mit 400 Meter Laufen keinen Zoom-Kurs halten kann, habe ich das Ganze modifiziert auf 150 Double Under. Danke, Internetverbindung. Genau. 3 Runden auf Zeit. 150 Double Unders. Und 21 Burpees. Timecap für das Ganze haben wir 15 Minuten. Jetzt zum Scaling. Falls man Double Unders hat, aber man traut sich jetzt keine 150 Double Unders zu, dass man die in 2 Minuten fertig hat. Ungefähr. Weil wenn man so ungefähr schätzt, 400 Meter läuft man so in ungefähr 1,30 bis 2 Minuten. Und 150 Double Under wären für sehr gute Double Under Springer ungefähr das Äquivalent dazu. Natürlich ist nicht jeder ein sehr guter Double-Under-Springer. Deshalb entweder die Nummer so runtersetzen, dass man ungefähr in diesem Zeitrahmen 1 Minute 30 bis 2 Minuten ist. Wenn das jetzt genau die Hälfte ist, also 75 Double-Unders, passt genau. Wenn das ein bisschen weniger ist, auch kein Problem. Wenn es genau dazwischen, zwischen 75 und 150 ist, dann lassen wir es 100 sein. Passt auch super. Falls wer Double Unders noch nicht hat, machen wir Single Unders. Und dazu 200 Stück. Genau. So. Dann werde ich jetzt einmal mit dem Warm-Up loslegen. Ich werde gleich mit einem Sprungschnur-Warm-Up anfangen. Das Ganze schaut so aus, wir starten mal mit 50 Single Unders. So. Ich muss wieder nicht schauen. So. Gut, nach diesen 50 Single-Unders machen wir 30 Split-Jumps zur Seite. Also wie Jumping-Jacks, nur ohne die Hände, sondern stattdessen mit der Schnur. Gefolgt von 30 Split-Jumps nach vorne und hinten versetzen.
Gut. Dann nochmal 50 Singlanders. Jetzt Fokus drauf. Sehr niedrig springen und die Schnur so schnell drehen, wie es geht. Gut, dann als nächstes bleiben wir Singlanders, aber jetzt langsame Sprünge, Schnur langsam drehen, versuchen das Momentum zu kontrollieren. 30 Stück. Gut, dann jetzt gesamt 20 Double anders, aber immer in dem Modus Single, Single, Double. Also man kommt im Endeffekt auf 60 Sprünge. Gut, dann nächste Progression, lassen einen Single-Under weg, Single-Double, wieder für 20. Dann zum Abschluss des Warps nochmal. Einmal 50 Single-Unders und dann 30 Double-Under. So, das wäre mal der erste Teil des Warm-Ups. Jetzt kommen wir zur Stretching-Routine. Ich habe die jetzt nach mir benannt, weil ich die eigentlich immer mache. Die ganze Routine besteht aus 5 Tiptoes, dann 6-mal den Spider-Walk, auch bekannt unter dem Namen Perfect Stretch. Da gerne gleich unten bleiben, in der Lunge-Position und unten direkt wechseln. Dann 10 Cossack Squats und 10 Rollovers. Ja.
das waren die 5 Tiptoes. Als nächstes die 6 Spider-Walks. Gut, dann einmal seitlich gestellt die Matte und 10 Cossack Squats, breiter Gerätstand und dann 5-mal links und 5-mal rechts. Und zum Abschluss 10 Rollovers. Gehen runter in den Langsitz. Und nach vorne und nach hinten. So, dann machen wir jetzt noch, einfach zur Vorbereitung noch, 10 Burpees und dann gehen wir in eine kurze, knackige Core-Session. Ganz einfaches Tabata, 8-mal 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause mit Hollow Rocks und Superman Rocks. Natürlich ist jederzeit eine Trinkpause erlaubt. Und es geht los in 10 Sekunden.
Und los geht's. Hältst du es durch? So, da. Core Tabata, wer erledigt? Warm-up, Ende. Jetzt vorbereiten für die Kettlebell Swings. Wieder meinen besten Freund, die 32 Kilo Kettlebell. Und mein zweitbesten Freund, Jock. So, jetzt
kurze Movement Instruction für ein Kettlebell Hang Kettlebell Snatch. Oder Kettlebell Hang Snatch. Kettlebell Hang Snatch. Starten wir mit pro Seite 5 Kettlebell Deadlifts. Richtig hinschen, drüber lehnen und von da weg aufheben. 5-mal mit rechts, 5-mal mit links. Dann machen wir 5 High Pulls. Immer noch vom Boden weg. 5-mal rechts und 5-mal links. Nach wie vor noch vom Boden. Nach den High Pulls machen wir mal pro Seite 3 Hang Snatches. Start. Einmal Kettlebell aufheben mit einem Deadlift und dann in die Hang-Position. 3-mal rechts, 3-mal links. Rechts. Und links. Dann nochmal. Für mich hier kurze Trinkpause. Und dann gehen wir in das Imam. So, dann starten wir los. Start. Intervall 1. In 10 Sekunden. Der große Schwert.
vielleicht aber ein bisschen zu viel Zeit geben. Ich glaube, 1,30 hätten gereicht. Ich werde das jetzt umswitchen und auf 1,30 Intervalle stellen dann. Ja, 2 Minuten sind ein bisschen zu lange. So, dann braucht man das. So, 4-mal Prüfung. Und in 10 Sekunden geht's weiter. Ja, das ist besser. Zwanzig Sekunden. Zweimal noch.
20 Sekunden. Machen wir nur links. Sick. 10 Sekunden. Das war's mit der Kettlebell. Danke. Kurze Trinkpause und dann gehen wir ins Workout. So, Time Cap für das Workout, 15 Minuten. Gesagt, 150 Double Unders, 21 Burpees, 3 Runden davon.
So. Startworkout. In 10 Sekunden.
Ja, meine Schultern. Ja, was haben wir denn? 8, 59, sauber, Luca. Hast du mich geschlagen? Oh, fuck. Und wie viel eigentlich? 21 Sekunden. Sauber. Ja, liebe Leute, haben wir ein Volksfestl. Lustiges Workout, kann ich nur empfehlen. Egal wie man es macht, Single Under, halbe Rep, Double Unders. Ich glaube, mit Laufen ist sogar nur anstrengender. Aber lustig war's.
Gut, dann bis zum nächsten Mal und macht's es gut. Adios.